Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu meinem täglichen Heilfasten-Update. Heute ist Tag 5 und mir geht es immer noch relativ gut. Langsam habe ich den Eindruck, dass sich der Körper langsam an das Heilfasten gewöhnt. Ich habe zwar immer noch gute Hungerattacken, aber diesmal sind die deutlich angenehmer auszuhalten. Außerdem sind die Durchfallbeschwerden, die ich im letzten Video erwähnt habe, zum großen Teil weg. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass ich ein bisschen Gewicht verloren habe. Wie viel Gewicht ich verloren habe, kann ich nicht sagen. Ich habe leider keine Waage zu Hause. Aber ich denke mal, das meiste Gewicht, was ich verloren habe, ist Muskelmasse gewesen. Also ich glaube nicht, dass ich überhaupt Fett verloren habe. Wie ihr hier seht, ich habe seit dem letzten Video wieder eine Menge Cola konsumiert. Gestern Abend habe ich 2 Flaschen gekillt und damit habe ich mein Kalorienziel von 1000 Kalorien am Tag bei Weitem verfehlt. Gestern habe ich damit insgesamt 3 Cola-Flaschen getrunken, was schon mal eine Summe von 1200 Kalorien ausmacht. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Hauptsache, ich habe immer noch keine feste Nahrung zu mir genommen. Und ich denke mal, heute werde ich das Kalorienziel bestimmt auch verfehlen, denn heute Vormittag habe ich schon eine Flasche Cola gekillt und heute Mittag habe ich eine weitere aufgemacht, die ist auch schon zur Hälfte leer. Und ich denke mal, heute Abend werde ich wieder eine Cola-Flasche aufmachen. Ich habe zurzeit echt so einen riesen Cola-Durst. Aber nicht nur Cola trinke ich, habe auch nach wie vor eine Menge Wasser getrunken. Wasser trinken kann ich zurzeit immer noch gut. Und darüber hinaus habe ich mir gestern Abend und heute früh mir eine Gemüsebrühe gemacht. Also insgesamt seit dem letzten Video 2 Gemüsebrühen. Also immer noch sehr monoton, was meine Ernährungsweise angeht. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.